So, willkommen zurück. Das muss ich euch zeigen. Wollt ihr was Lustiges sehen? Also nicht nur das. Das geht ja noch. Hier sind einige Zombies irgendwo durch. Ich muss noch rausfinden, wo. Hier ist auch noch was drin, aber leider, das kann ich noch nicht rausnehmen. Hier auch. So, und jetzt guckt euch das an. Ach nee, hier war's gar nicht. Wo sind sie rein? Hier sind sie rein. Die sind voll in meine Putze rein. Was geht denn? Wo kamen die her? Ey. Wahnsinn. Jetzt darf ich erstmal aufräumen, ey. Jetzt darf ich erstmal aufräumen. Ich glaube, Schutzanzug habe ich jetzt noch eine bessere sogar, ne? Ich hatte doch irgendwo eine 400er Schutzanzughose, nicht? Wo habe ich denn die hin? Ne, Schutzanzug Stiefel. Na, dann kann ich die ja scrappen, ne? Ist das soweit richtig? Ja. Schutzanzug Hose kann ich jetzt auch scrappen, weil habe ich auch was Besseres. Rein damit. White Football Jersey. Brauche ich das überhaupt? Macht Wärmeentdämmung minus 5. Ja, wenn man es nicht ganz so warm braucht, ja, kann man ja mitnehmen. Okay, Leder. Ledermantel habe ich sowieso irgendwo. Ich weiß nur nicht, wie gut der ist, den ich habe. 288. Okay, dann können wir den scrappen. Quest-Item. Ich glaube, das habe ich schon. Die Walkman, die brauche ich nicht wirklich. Ja, okay. Dann können wir die. Kann man die auch scrappen? Ne, die kann man nur fallen lassen. Dann lassen wir sie einfach fallen. Tschüss. Naja, und jetzt heißt es aufräumen, ne? Weil da draußen ist ein Chaos, das ist eine wahre Pracht. Bis später. Sag mal, ich habe gerade die Horde hinter mir. Jetzt kommt eine Wanderhorde. Ey, ich wäre noch bekloppt hier. Und zwar noch nicht mal so kleine. Fassen, ey. Ja, super. Jetzt spacken die so runter, dass alles kaputt geht. Ist ja noch besser. Oh, ihr Wichser, ey. Hoffentlich habt ihr wenigstens was. Ja, super. Ganz toll. Lauter Sachen, die ich wahrscheinlich schon hab. Bis dann. Okay, ich hab's jetzt soweit, aber es ist dann tatsächlich so, habe ich jetzt festgestellt, wie ich schon mal befürchtet hatte. Wenn man zu lange braucht und die zu lange liegen, die Zombie-Überreste, dann despawnen die. Dann war's das. Und es ist mir hier einige Male passiert. Die ganze große Leiste ist eigentlich nur vergammelt, die an einer Seite lag. Ich weiß nicht mehr, welche Seite es war. Ach ja, und warum die bei mir drin waren, das war wohl tatsächlich so, da vorne ist jemand explodiert. Weil der hat oberhalb meiner Betonwand, und es ist trotzdem Pflasterstein, was eigentlich zwei, drei Schläge aushalten sollte, ein richtig schönes Loch reingerissen, wo sie reinspazieren konnten. Also, die nächste muss ich echt mal was überlegen. Naja, mal gucken, was der Airdrop heute bringt. Vielleicht haben wir wieder Glück mit irgendeiner Waffe oder so. Oh, hier rein sollte ich jetzt nicht unbedingt. Gut, jetzt erstmal ausleeren alles, dass wir dann auch Airdrop ready sind. Ja, komm, dahin, genau. Da war noch einer, oder? Ach nee, war eben nicht. Das war ja hier drüber. Gut. Ja, es ist einiges, glaube ich, despawned, bevor ich es gelootet habe. Schade, schade. Ja, und hier habe ich erstmal wieder ein bisschen aufrüsten dürfen. Die haben ja hier komplett alles zerlegt. Die sind hier voll durchspaziert. Die waren voll in meinem Haus drin. Sowas. Nicht so gut. Also, wenn ich jetzt bald noch Knochen und Fleisch finde, dann schmeiße ich es echt mal weg. Fleisch immer noch viel zu viel. Verband, normaler Verband. Wer braucht sowas? Unsinn ohne Ende.
Antibiotika könnte ich mir tausendfach herstellen. Nee, das war jetzt eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Was haben wir jetzt gerade da rein? Hä? Wird schon stimmen. Hühnchenration, wo hatte ich die? Hier. Okay. Was habe ich denn jetzt gerade da rein, sag mal? Painkiller oder was? Oder habe ich die mitgenommen, ernsthaft? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich habe drei Stacks davon, das ist viel zu viel. Ja, Messing ohne Ende. Scrappen wir das auch, das ist trotzdem genug. Ich glaube, heute werde ich eh nicht weit weggehen, also schmeiß mal die Schmelze an. Da verabschieden sich meine Frames. Bis später. So, auf dem Weg zum heutigen Airdrop. Mal gucken. Hier ist schon einiges respawned, auch weiter hinten habe ich schon gesehen. Ja, die ganzen Federn, weiß ich nicht, ob ich die brauche. In den Taschen war wieder einiges drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Airdrop jetzt mitkriege oder ob ich vielleicht ein bisschen ausräumen muss. Muss ich sehen dann. Mein gut, Painkillers brauche ich sowieso nicht mitnehmen. Die kann ich gleich wieder wegschmeißen. Ne? Da ich mittlerweile. Da kann ich die Zombies mit erschlagen. Das ist irgendwie. Oh. Naja, müsste aber gehen. Ach, gerade hat er noch gebrannt, jetzt nicht mehr, aber jetzt ist man ja schon da. Jetzt wird man ja sogar sehen, wenn man nicht cheaten würde, wie ich. Na, also den ständig angezeigt zu lassen, ist ja schon irgendwie eine Art Cheat. So. Und natürlich kriege ich nicht alles mit, okay. Ja gut. Den Ofen können wir lesen zum Beispiel. Painkillers haben wir schon festgestellt, können wir wegschmeißen. So, und schon kann ich die anderen beiden Sachen auch mitnehmen. Fertig. Okay. Jo, Problem ist jetzt einfach ein bisschen Holz zu suchen. Was heißt Problem? Die Herausforderung irgendwie so. Fertigkeit Ofenrepair. Ja, wenn ich jetzt auf 15 ist, kann ich den Ofen Repair Kit. Also kann ich schon fast. Kann ich das noch mitnehmen? Nee. Okay, dann geht es jetzt nach Hause. Mal gucken, was wir heute noch machen können. Auf jeden Fall muss ich erstmal ausräumen. Habe einiges gefunden jetzt. Ach, das war ich gerade schon blöd, Mann. Mal gucken, wie groß da die Chance ist zu dem Händler, wenn man nicht raufkommt da, ne? Ich glaube, den hatte ich mir markiert, aber ich glaube, das war der, wo man nicht raufkommt. Oh, hi. Oh. So, wie ist die Mutter? Aber nichts zu essen dabei. Bisschen schlechte Mutter, weißt du schon, ne? Mensch. Naja. Ja, und dann mal die Sauerei aufräumen, die hier passiert ist bis heute früh. Ja, Painkiller brauche ich nicht. Die Dinger wären ganz witzig. Ja, eine Sau habe ich getötet, das war auch nicht schlecht. Gut, über 500 Federn brauche ich eigentlich nicht, ne? Nehmen wir doch lieber das Glas mit. Wobei ich auch nicht weiß, ob wir das brauchen, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo ich es brauche. Bin mir da noch nicht so sicher. Oh, ja, die sind natürlich auch neu, ne? Ha! Lesen. Ja gut, das könnte man scrappen, weil es ist zu schlecht. Seedpack, also Saatgut haben wir auch genug. Weil an den Seedpacks ist das Schöne, du kannst dir ja daraus machen, was du willst. Das ist nicht schlecht. Eier würde ich mitnehmen. Aber natürlich haben sie nur Federn drin, ne? Oh, komm, damit es respawnt, leeren wir es aus. Gibt's ja nicht, ey. Vor allem, ich möchte jetzt trotzdem mehr auf Schusswaffen gehen, langsamer, und das mit dem Bogen sein lassen. Wobei, bis jetzt geht's ja immer noch mit dem Bogen. Es ist ja okay. Mein einziges Problem ist einfach, dass die voll bei mir rein sind und ich ja überhaupt keine vernünftige Verteidigung hatte, eigentlich. Also, beim letzten Mal ist da irgendwas schiefgelaufen. Ey? Sag mal, gibst du mir das Nest? Gibt's da gar nicht. Ah, leer. Also, halt, Nest. Eier drin brauche ich nicht.
Ja, das kann ich nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Wäre eigentlich ganz nett. Wobei gerade die Frage ist, gibt es im Moment irgendwas, wo ich Pflanzenfasern brauche? Ja, es gibt aber auch nichts, wo ich wirklich leere Dosen brauche. Scrappen, danke. Notfalls kann ich es mir, glaube ich, sogar selber herstellen. Im Ofen. Passt schon. Ja, jetzt muss ich die nächsten Tage Steine sammeln, wie ein Bekloppter. Egal auf welche Art und Weise. Und dann muss ich, verdammte Axt. Dann muss ich, ja, toll. Die einbrennen und zu Beton machen und so weiter, ne? Klar. Dann versuchen noch ein bisschen weiter hochzukommen, weil so, das war ja gar nichts, was wir da hatten. Das haben wir ja gesehen. Ach, du mit deinen Federn, ey. Wer braucht Federn? Ja, okay, andere Leute freuen sich drüber, ich mich nicht. Ich habe ja schon beim letzten oder vorletzten Mal festgestellt, so unterschiedlich sind die Ansprüche. Minjas möchte immer Federn haben. Ich möchte keine Federn. Ich will Eier, wenn ich in Nester reingucke. Naja. Bis später. Also geht doch. Jetzt nehme ich als Holzbeschaffung halt noch ein bisschen meine 600er Bäume weg hier. Die sind eigentlich noch nicht gut genug, aber wahrscheinlich wachsen in der Wüste trotzdem nicht weiter. Wobei ich mir einbilde, ein, zwei hatte ich echt mal mit 900 gehabt, aber vielleicht gab es da irgendwas Besonderes zu beachten. Ich habe keine Ahnung im Moment, ehrlich gesagt. Dann nehme ich die jetzt alle weg, dann pflanze ich ein paar neue an. Ein paar ist gut, ich kriege ja aus jedem Baum zwei Setzlinge raus. Oh, es wird zu warm. Ja, dann sollte man doch mal die dicke Jacke ausziehen, die habe ich ja immer noch an. Das Ding da ablegen. Besser? Besser. Ja. Dann wollen wir halt mal gucken, ne? Paar Spikes habe ich mir jetzt nochmal hergestellt. Die werde ich gleich nochmal verteilen. Um die Base rum. Am besten auch um mein eigenes Haus wiederum. Um mein eigentliches Haus wiederum. Weil die waren ja witzig dabei. Also ich glaube, das sollte ich dann doch wieder ganz schön mit Spikes zu ballern. Wenn ich raus will, kann ich mir immer noch schnell die Zeit nehmen und kann hier auf der 7 liegen sie ja die Holzframes hinballern. Aber da liegen nur 43, da müssen sowieso noch irgendwo zwei außen an der Mauer sein. Und mal aufpassen. Nicht, dass ich irgendwo eine Eingangsbasis für die Zombies geschaffen habe. Das wäre ja wieder witzig. Nicht. Naja. Ein bisschen Holz gibt ja so ein 600er Baum mittlerweile auch mit der guten Axt, die ich jetzt habe. Oh, die ist gleich Schrott, aber ich habe schon eine neue. Mit der sowieso. Scrappe das. Die nimm her. Daraus mache einen Hammer. Daraus mache eine. Hallo? Spitzhacke. So. Das hier. Scrappe. Ich höre einen Geier. Wo war denn der Idiot jetzt? Ah, keine Ahnung. Naja. Also der Airdrop war jetzt gar nicht so der Brüller heute. War ein bisschen Munition, ein bisschen Medizinversorgung. Ist okay. Ist ja durchaus nicht schlecht. Aber war jetzt auch nicht so dringend. Tja, Pech gehabt. War nicht so gut. Mal gucken, was morgen geht. Jetzt mache ich, wie gesagt, hier erstmal alle von den Bäumen weg. Von den Fichten. Da draußen gammelt was rum, naja. Sollen die Spikes fallen? Ja, dann habe ich vor allem auch wieder Brennstoff und dann morgen früh muss ich sofort los und muss mir Steine holen. Erstmal geht es ja aus den Ressourcensteinen, die ich sowieso noch klopfen muss, warum nicht? Und ich glaube, da war einiges an Ressourcensteinen, fällt mir gerade auf, wenn ich ins Schneebiom gehe. Das passt schon. Gehen wir ein bisschen ins Schneebiom. Dann würde ich sagen, lassen wir es hier jetzt gut sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Der Versuch, langsam wieder auf die Beine zu kommen. Und ich meine, gut, die haben mich ja nicht erwischt. Aber ja, sie haben mich dahingehend erwischt, was mir nicht gefallen hat. Ne? Also sie haben ja ganz schön meine Basis demoliert. Innen haben sie mir eben meine Schränke kaputt gemacht. Das heißt, ich müsste auch neue Kisten machen und alles mal nach unten bringen, bevor der Schrank ganz kaputt ist. Weil die haben da richtig dagegen geschlagen. Die sind schon total kaputt.
Wir müssten also unten langsam auch einen Wohnbereich einrichten am Bedrock. Da ist der Geier gewesen, jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Aber war anscheinend im Abflug, weil jetzt sieht man es schon nicht mehr. Naja, nee. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ob wir weiterkommen, müssen wir sehen. Also, gerne Like oder Kommentar. Und bis morgen dann, ja, beim Ressourcen beschaffen wird. Das ist ein 900er. Wenn irgendwas bis... Ah, der steht im Lehm. Es darf nicht auf Sand stehen. Ich muss mir also mit den Bäumen... Aha. Ich muss mir also mit den Bäumen ein Ding holen. Einen besseren Boden. Na, der ist auch ein 900er. Ja. Es darf kein Sand sein. Ich meine, Lehm ist jetzt auch nicht gut, aber es ist zumindest ein 900er. 1200er wird er wahrscheinlich nur, wenn ich ihn in den Erdboden reinmache. Aber habe ich ja. Und ich könnte den dann sogar düngen. Ah, das probieren wir mal aus. Wenn wir mal genug Dünger und alles haben, geht's weiter. Also, Schluss jetzt. Bis denn. Morgen dann wahrscheinlich erst beim Airdrop. Und wahrscheinlich 2 Tage zusammen. Außer es passiert wieder so viel, dass ich das Platzen kriegen könnte. Ja, so von wegen. Das war mal wieder ein typischer Matze-Fail, ne? Das ist ja noch gerade mal eine Viertelstunde oder so, das Video. Können wir schon noch irgendwas machen. Ja, ich meine, meine Frames habe ich wiedergefunden. Die hingen da tatsächlich hier vorne einmal. Und an der anderen Seite. Hinten gegenüber. Ja, jetzt muss ich hier noch ein bisschen aufrüsten wieder, weil hier ist richtig was zusammengeknallt worden. Wahrscheinlich stand ich dann am Schluss hier oben und habe die immer hier reinlaufen lassen. Ich glaube, sogar so war das. Da kam dann auch noch Kopf und alles Mögliche an. Naja. Die an der Wand lassen wir jetzt erstmal an der Wand gut sein. Oh, oh, oh. Mal kurz hier gucken. Ich bin vorhin schon wieder 2-3 Mal in meine eigenen Spikes gerannt, aber naja. Was soll's. Ja, dann... Hä? Na gut, du hast sie nach unten gesetzt, obwohl du sie oben angesetzt hast. Das sieht jetzt zwar jetzt seltsam aus, aber okay. Machen wir hier noch zu. Was heißt zu? Soweit ich halt noch komme. So ganz viel habe ich auch nicht mehr. Die anderen Seiten sind wieder abgesichert. Was heißt abgesichert? Aber es ist wieder soweit okay. Na. Nö? Ja, passt. Okay. Naja. Dann sieht es ganz geschickt. Hallo? Ganz geschickt. Aua! Fuck, jetzt bin ich doch wieder in meiner eigenen... Ja, sag mal, nochmal. Ich hab's drauf, echt. Man kann die ja auch irgendwie so schräg setzen, ne? Man kann doch... Wie geht denn das? Wie konnte man die drehen? Man konnte die doch irgendwie an die Wand setzen oder so ein Blödsinn. Da war doch was. Also man konnte die so, dass die praktisch von der Wand nach außen zeigen. Ja? Und das ist mir jetzt gerade nicht so ganz klar. Geht das mit einer R-Taste oder so? Kann ich die mit einer R-Taste... Aha! Ja, Tatsache. Ja, ja. Und da, aha, und so kann ich die dann natürlich an die Wand setzen. Ja, ja. Na, okay, hat geklappt. Naja, guck mal. Au! Ah, Mann. Ja, lass mich jetzt raus, Mann. Dankeschön. Ja, das war also sehr sinnig jetzt. Vor allem, wenn ich hier wieder richtig abspacken in meine eigenen Spikes. Cool. Ich tanze gerne den blutigen Tanz. Eigentlich überlasse ich den lieber den Zombies, aber naja. Was soll's. Okay, ja, jetzt sind die Seiten wieder soweit sicher. Sicher nicht, aber halt, ja, es ist wieder was da. Ist schon okay. Ist okay. Dann werde ich jetzt nach drinnen gehen. Weiß nicht, soll ich die Schmelzen anschalten oder nicht? Ich glaube, nachts schalte ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht an. Andersrum, so rum. Ja, okay, naja, dann denke ich mal, wird es das gewesen sein. Dann jetzt doch. Wie gesagt, ich habe meine Frames wiedergefunden. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, sie jetzt auch gleich wieder mitzunehmen. Um nicht denselben Blödsinn jetzt gleich wieder zu haben. So. Okay. Ja. Dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sind wieder am Aufrüsten. Ich. Besser gesagt, ne? und ich versuche... Scheiße. Also, naja, habe ich halt einen weniger, was soll's. Egal. Dann versuche ich jetzt mal noch ein bisschen was zu machen.
habe meine Bäume wieder angepflanzt, habe da eben einige auch in den Lehmboden rein, weil sie da ja trotzdem größer werden. Werde jetzt mal zusehen, dass ich mir innerhalb der nächsten Tage ein bisschen Erdboden herstellen kann. Hier, mach mal jetzt zu. Doch nicht damit. Die Spikes, Mann. Werde zusehen, dass ich mir ein bisschen Erdboden herstellen kann, weil es ja doch dann ganz sinnvoll wäre, ne? Haben wir ja gesehen. Dann wachsen die Bäume besser. Gut. Danke fürs Zuschauen. Jetzt aber gerne Like oder Kommentar. Über Blödheit beim Spike setzen. Naja, gut, das kenne ich ja. Ja, hier hätte ich jetzt vielleicht sogar noch ein, zwei Bäume reinmachen können. Aber ja, ist nicht so schlimm. Ich habe ja drüben auch noch mein Lehm-Ding. Ach so, übrigens, ich muss Lehm holen. Das war dringend auch morgen noch. Lehm, Stein, Eisen. Naja, ich habe genug zu tun. Bis dahin. Mal gucken, wir wahrscheinlich 2 Tage zusammen, außer es passiert wieder irgendwas Nerviges, Tolles, was ich aufnehmen muss oder so. Bis denn. So ein Schwachsinn. Mal nicht unbedingt immer in die Spikes zappen, danke.